So, und los geht's. Hi, mit dem Schuhreisen. Nachdem Aveline einen Komplott aufgedeckt hat und durch den ihr Mentor aus seinem Versteck hätte getrieben werden sollen, reist sie in den Bayou, um Agathes Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Bruderschaft nicht aufzugeben. Meine Schwester in der Bruderschaft, auch schön. Das klang jetzt nicht so, wie ich es wollte. Achso, den kann ich nicht öffnen. Ups. Nein, du gehst nicht ins Wasser. Sprichst mal kurz mit dem. Ach nee, das ist ein Umkleidezimmer. Ist einer der mir. Nun, Geld abnimmt. Ich würde mich überreden lassen. Das wäre toll. Ich muss jetzt übrigens dahin. Wie weit nach hinten muss ich denn? Ach, egal. Ist noch dunkel. Ist es hier noch dunkel? Habe ich noch nicht alle Aussichtspunkte hier entdeckt? Nö, hier strahlt noch einer vor sich hin. Das ist ja auch der einzige, der noch fehlt. Ja, komm. So weit ist der nicht. Oder doch? Außerdem kann ich noch ein paar Zwischenmissionen erledigen, wenn ich da eh schon da drüben bin. Okay, ich glaube, ich muss von da drüben rüber. So, von hier aus. Okay, ich gehe wieder rüber. Finde kurz den Pilz. Und dann den Weg nach oben. Ja, da wo Pflanzen sind. Wo man sonst eigentlich keine erwartet, weil die ja nicht da wachsen, wo man ständig rumläuft. Aber in diesem Fall ist das anders. Oder jemand hat die als Markierung hingesetzt. Das kann natürlich auch sein. Und diese Spalte hochklettern.
den Adler ärgern. Um alles zu synchronisieren. Schön. Kann ich hier ins Wasser springen? Ja. Naja, schön, wenn das mal wieder klappt. Dass ich nicht sterbe nach dem Klettern. So, ich hätte gerne, wenn ich schon mal hier bin. Okay, liegt jetzt nicht direkt auf dem Weg, aber... sind ja auch nur 280 Meter. Und dann geht die Story weiter. Noch mehr schwimmen. Auch immer diese Tagebucheinträge hinfliegen. Es ist so viele verschiedene Orte. Boah, mal kurz ein Leap of Fate machen. Was hast du denn? Okay, verprügel ich dich halt. Das war sogar größer. Ja, und hier sind noch ein paar Zettel. Ach komm, ich rette den Totenkopf nochmal. Ja. Hey! Hier, nimm den Pilz. Ich hole mir einen neuen. So, jetzt aber weiter zu dem eigentlichen Auftrag, den ich mir selbst gesetzt habe. Bitte mal raus. So, Petze, erzähl mal. Mademoiselle Aveline, ein zwielichtiger Kerl, Monsieur Renault, wenn das sein wahrer Name ist, bringt Waren durch den Bayou zum Schwarzmarkt. Dank seiner Verbindung zur spanischen Armee. Gibt es sonst noch was? Außer der Hitze und den Alligatoren? Sein Hauptquartier ist nahe des Forts. Ich werde diesen Hitzkopf abkühlen. Mach das, mach ich. Kein Schaden allein schon wieder. Hier ist hier eine. Ich gehe jetzt also dahin, damit du mir das erzählst, und dann renne ich wieder quer über die Karte und
Na, meinetwegen. Hey, Krokogator. Ei geklaut. Na. Da ist noch so ein Pilz. Und hier schon der Geschäftsrivale. Irgendwo. Können wir. Keine Gefallen mehr. Oh, ich guck dir noch ein bisschen zu. Okay, der Berserker hat doch nicht alle erledigt. Ja. Feinde, wenige, ich kann's auch nicht hin. Aber der Geschäftsrivale ist weg. Achso, in die Behausung muss ich ja. Was ist das für ein Kasten? Kartierung des Baru? Avelin, ma belle. Hör mal, ich habe einen Auftrag für dich. Hättest du Interesse? Sag mir erst, was es ist. Elise hat mich vor deinen Aufträgen gewarnt. Es ist der Macondal-Darsteller, Baptiste. Sein Terror ist vorbei. Aber seine Männer haben das noch nicht eingesehen. Sie haben ihre Lager überall im Sumpf. Sie bedrohen die Menschen in Saint-Danger. Und machen das Schmuggeln ein wenig... Gefährlich? Nein! Entnervend! Ich spucke auf Gefahr! Was kann ich tun? Ich kartiere die Positionen ihrer Lager. Dann können wir sie austricksen und uns wiederholen, was sie raubten. Es gibt nur noch ein Gebiet, das ist ein wenig... Entnervend? Exakt. Das reicht dann. Ich kümmere mich darum. Ich zeig dir, wo du beginnst. Okay. Das Lager finden, töte niemanden. Ein Beispiel. Ja. Eigentlich sollte ich nur kartografieren, aber ich finde hier einigermaßen viel. Okay.
Okay, das mit dem niemanden töten wird nichts. K.O. geschlagen, nicht getötet. Okay, ich habe das Lager gefunden. Okay, ich muss also zu dieser Kiste. Ohne dass mich jener sieht. Zum Glück steht da nicht, ich darf nicht nass werden. Da habe ich erstmal das Ei. Oder muss ich mir nur die Lager angucken? Ich glaube, ich muss halt Kasten, ne? Der schießt die auch noch. Okay, wenn das jetzt alles ja, dann war's das. Yes. Okay. Das war das erste Krokodil, was jetzt nicht von mir erledigt wurde. Zurück zum Russo. Flachkörper Wachtlauf. Da oben drauf, danke. Schön auf die Wurzeln gesprungen. Hola. Wie weit hier? Exzellente Arbeit. Du wärst nicht zufällig daran interessiert, ein paar der Lager für mich zu eliminieren, wenn ich dir die Karte gebe? Ich würde es tun, und zwar für Saint-Danger. Wie okay, du doch willst. Jeden Schatz, den du findest, teilen wir.
Zwei Drittel für mich, ein Drittel für dich. Oh, wirklich? Na gut, 50-50 dann. Na gut, du weißt, ich widerstehe dir nicht. Nimm alles, jetzt los. Geh!